Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder mal Gunshot und ich habe Neuigkeiten für euch. Ihr habt es vielleicht sogar schon gelesen. Gestern, am 3.6.2016, wurde von den Entwicklern von Battlestate Games endlich das Alpha-Release oder beziehungsweise das Alpha-Test-Release-Datum genannt, wann endlich die Alpha-Testphase startet von Escape from Tarkov. Und zwar handelt es sich hier um den 4. August 2016. Da soll endlich alles losgehen mit zusätzlich noch neuen Inhalten, die die Entwickler versprochen haben. Ich bin hellauf begeistert, dass sie endlich rausgerückt sind mit der Sprache und wir endlich einen Termin haben, auf den wir uns freuen können. Und natürlich hoffe ich, dass das auch wirklich alles so umsetzbar für die sein wird, dass wir auch wirklich am 4. August starten können. Falls jetzt jeder überlegt, wann ist der 4. August? Es ist ein Donnerstag, liebe Freunde. Also, wenn ihr im Endeffekt die Edge of Darkness Edition gekauft habt, dann merkt euch diesen Termin vor, dass ihr auch möglichst alles aus der Alpha, aus der Closed Alpha mitnehmt. Des Weiteren haben die Entwickler ja vor einigen Tagen im Endeffekt die Fragen und Antworten, die bisher in der großen Masse von der Community und natürlich von einigen Magazinen gestellt wurden, beantwortet und auf der Homepage das gesammelte Werk veröffentlicht, natürlich auf Englisch. Das heißt, ihr müsstet euch das jetzt natürlich wieder selber übersetzen und jetzt möchte ich euch da einfach mal helfen und habe mir gedacht, passt auf, ich gehe mit euch einfach nochmal alles durch, was bisher an großen Fragen kam, was ihr vielleicht noch nicht wisst oder was an euch vorbeigezogen ist. Natürlich wird einiges dabei sein, was ihr bereits kennt, was euch schon von vornherein und selbstverständlich klar ist. Dennoch möchte ich im Endeffekt das einmal kommunizieren mit euch und euch diese Fragen und Antworten auf Deutsch näher bringen, da natürlich auch einige von euch keinen Bock haben, das für sich selbst noch großartig zu übersetzen, beziehungsweise das aus dem Kopf alles rauszuleiern. Also beginnen wir einmal mit der Nummer 1 der Frage. Ich gehe auf der Homepage ganz normal, wie das war mit 1, 2 etc., wie die das selbst strukturiert haben, los. Ich habe ein paar Fragen rausgelassen, die im Endeffekt doppelt genannt wurden und ja, das macht keinen Sinn, wenn ich euch das da doppelt ins Ohr leier. Dann denkt ihr euch auch bloß, warte mal, das hat er doch gerade eben schon erzählt. Also legen wir mal los mit der 1. Was ist Escape from Tarkov und wer ist der Entwickler? Escape from Tarkov ist ein Hardcore-Story-basiertes MMO, das FPS, TPS mit RPG-Elementen kombiniert. Es wird entwickelt von Battlestate, dem russischen Spielstudio mit Sitz in St. Petersburg. Kommen wir zu Frage 2. Wird das Spiel Free-to-Play sein? Nein, das Spiel wird auf keinen Fall Free-to-Play sein. Das Spiel wird nur als einmaliger Kauf geführt. Es wird auch keine Mikrotransaktionen im Spiel geben. Allerdings kommen später käuflich erwerbbare DLCs dazu. Frage Nummer 3. Wird Escape from Tarkov ein rundenbasierter Shooter sein? Welche Spielmodi wird es geben? In der klassischen Bedeutung des Begriffs wird das Spiel nicht sitzungsbasiert sein. Es verfügt über mehrere Spielmodi, also der Spieler hat nur ein Leben und mit dem Sterben verliert er alles, das er bis dahin gefunden hatte. Der erste und wesentliche Modus wird mit dem Release der Story-Modus sein. Die Spielsitzung, also in der Regel eine Stunde oder anderthalb Stunde lang, findet auf einem großen ca. 5 bis 10 Quadratkilometer großen Gebiet statt. Der Spieler wird alle Szenarien mit mehreren möglichen Ausgängen erleben. Die Geschichte wird durch die jeweiligen Handlungen bestimmt. Also, wie ihr euch verhaltet, welche Entscheidungen ihr trefft, nimmt maßgeblich Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Durch das Abschließen eines Szenarios entriegelt der Spieler das nächste. Die Spieler können in zuvor abgeschlossenen Szenarios allerdings auch zurückkehren, um mehr auf Beutesuche zu gehen oder das Gelände genauer zu erkunden. Das wiederum führt auch gleichzeitig zur Aufdeckung von Nebenquests und Standorten. Wenn alle Szenarien, es werden etwa 10 von ihnen geben, abgeschlossen sind, wird ein Free-Roam-Modus freigeschaltet werden. In diesem Modus können Spieler sich auf 15 Quadratkilometer bewegen. Der Bereich wird komplett ohne zeitliche Limits sein. Darüber hinaus wird das Spiel über einen Arena-Modus verfügen, die eng an Gladiatorenkämpfe erinnert. Obwohl also Escape from Tarkov technisch über eine Sitzung im Szenario-Modus verfügt, ist es lediglich insoweit durch die Geschichte bestimmt, dass der Spieler von Tarkov zu entkommen hat und in der Arena wird die Länge der Spielsitzung durch den Tod eines Charakters oder des Gegners begrenzt. Frage Nummer 4. Hat Escape from Tarkov eine Geschichte? Escape from Tarkov ist ein storybasiertes Spiel, trotz Online-Anbindung. Alles, was im Spiel passiert, wird die Geschichte von beiden Hauptketten an Ereignissen oder durch zahlreiche Nebenquests bestimmen.
Nebenquests, nebenbei bemerkt, können von Händlern gegeben werden, aber einige von ihnen können nur vom Spieler entdeckt und gelöst werden, die man suchen muss, ohne jegliche Hinweise dazu zu bekommen. Frage Nummer 5. Wo und wann ist Escape from Tarkov zeitlich angesiedelt? Die Ereignisse aus Escape from Tarkov finden in einem alternativen Universum um unsere heutigen Zeit statt, in der fiktiven russischen Stadt Tarkov, nördlichen Industrie- und Finanzzentrum des Landes und seiner Vororte. Die Spielereignisse sind wiederum gesetzt mit Hintergrund auf das Russland 2028-Universum. Die Stadt Tarkov befindet sich in einer Notlage des Krieges zwischen zwei privaten Militärfirmen, ausgelöst durch illegale Aktivitäten der Terrorgruppe. Aus noch unbekannten Gründen geriet die Situation in der Stadt schnell außer Kontrolle und die lokale Bevölkerung wurde evakuiert. Die einzigen, die zurückgelassen wurden, waren entweder private Militärfirmen, die lokalen Scavs, bewaffnete oder zwielichtige Gestalten halt, die unbekannter Herkunft und Treue sind. Frage Nummer 6. Kann ich Escape from Tarkov alleine vollenden im Alleingang? Die Entwickler beabsichtigen nicht, eine Offline-Einzelspieler-Kampagne zu machen. Wenn jemand es jedoch alleine frei versuchen will und alleine vor allen Dingen, kann er das durchaus tun. Allerdings empfehlen die Entwickler, sich durchaus mit Leuten zusammenzuschließen, gerade um die letzten Orte und Szenarien zu finden. Frage Nummer 8. Wird es Clans oder andere Arten von Spielergruppen im Spiel geben? Ja, das Spiel wird über ein Clansystem verfügen, in der die Spieler ihre eigenen Gruppen zusammenstellen können. Es gibt keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die Clanaktivität. Es kann also ein im Kampf zentrierter Clan sein, der andere Spieler jagt oder eine Zunft, die beide Händler und Beute, Sammler oder etwas anderes hat. Frage Nummer 9. Wird das Spiel ein Wirtschaftssystem haben? Ja, das Spiel bietet ein großes, offenes, dynamisches Wirtschaftssystem, in dem Spieler sowohl mit anderen Spielern und NPCs handeln werden können. Die Dynamik des Wirtschaftssystems sind variable Faktoren, die durch die Spieler beeinflusst werden. Flexible Wechselkurse, Mangel an Waren, Gesundheit der Händler, all das wird durch die Spieler gesteuert. Frage Nummer 10. Wie realistisch ist das Spiel? Das Entwicklerteam liebt Hardcore und realistische Spiele und natürlich wollen die Entwickler Escape from Tarkov so realistisch wie möglich in allen Aspekten machen. Das heißt in Gesundheit, in Kampf, in Bestandsverwaltung, in Charakterinteraktion, in Grafiken, in Sounds und so weiter und so fort. Der Charakter kann Opfer einer Reihe von gefährlichen Einflüssen zum Opfer fallen, wie zum Beispiel Wunden, Infektionen, Dehydrierung, Hunger und so weiter. Er wird auch von Hypothermie, Erschütterung und Verschleierung betroffen. Die Spieler müssen auf korrekte Medikamente zur richtigen Zeit achten. Verkanteter Munition muss manuell Abhilfe geschaffen werden und so weiter und so weiter. Also wirklich massig Realismus mit drin. Frage Nummer 11. Wird ein Element im Spiel das Crafting sein? Im Spiel steht das Crafting zur Verfügung, aber nicht im klassischen Sinne. Man kann also nicht etwa aus einem Holzbrett, Klebeband und Schrauben eine Waffe herstellen. Die Waffen können nur mit realen Waffenteilen zusammengebaut werden. Zum Beispiel kann eine AK-74M nur montiert werden, wenn alle Modifikationen, das heißt Magazin, Empfänger, Staubschuss, Bolzen und so weiter, gefunden wurde und vom Spieler sich im Inventar befinden. Neben Waffen werden aber auch andere Gegenstände kombinierbar sein. Frage Nummer 12. Welche Engine nutzt das Spiel? Wird das Spiel auch auf Mac-Betriebssystemen spielbar sein? Das Spiel basiert auf der Unity 5 Engine, aber viele wichtige Funktionen wurden von Grund auf neu erstellt. Die Entwickler planen einen Mac-Release. Allerdings ist es noch unklar, ob die Mac-Spieler mit allen anderen auf gemeinsamen Server spielen können. Frage Nummer 13. Hat das Spiel etwas mit Stalker zu tun? Es gab zahlreiche Erwähnungen im Netz, dass wohl Escape from Tarkov in irgendeinem Zusammenhang zu Stalker steht oder halt die Mitarbeiter. Hiermit wollen die Entwickler diesen Anspruch offiziell widerlegen. Es gibt genau nur eine Person in deren Team, die wohl an Stalker zuvor gearbeitet hatte. Aber es wäre laut den Entwicklern wohl eine massive Übertreibung, das Projekt damit irgendwie an Stalker anzuknüpfen. Die Battlestate-Spieleentwickler haben bereits an mehreren Projekten in einer Vielzahl von Genres gearbeitet, jedoch sind sie nur noch wenige davon, die diese gemeinsame Leidenschaft für die Qualität der Hardcore-Shooter teilen. Frage Nummer 14. Suchen die Leute von Escape from Tarkov noch Leute für ihr Team? Das heißt Level-Designer für Modellierung, Programmierung und so weiter. Und wenn ja, was sind die Anforderungen?
Wenn man wirklich Berufserfahrung in der Spieleentwicklung und der Industrie hat, sollte man auf jeden Fall nicht zögern, sich umgehend mit ihrem Fachwissen bei den Entwicklern zu melden unter der E-Mail-Adresse hr@battlestatgames.com. Denn die Entwickler sind immer auf der Suche nach talentierten Experten für das Team. Frage Nummer 15. Werden die Entwickler eine Sonderedition mit Artbook, Figuren, Kappen und so weiter machen? Ja, seltsam genug, aber die Entwickler planen, eine Boxversion von Escape from Tarkov zu machen, einschließlich mit der Sonderedition. Jetzt ist die Frage, gibt es irgendeine Art von PR-Mail, wo man für irgendeine Art von Partnerschaft mit den Entwicklern in Verbindung treten kann? Ja, auch hier wieder unter der Mailadresse info@battlestatgames.com. Frage Nummer 16. Nachdem alle geplanten Projekte durchgeführt wurden und vor allen Dingen erfolgreich, planen die Entwickler da Rechte für Stalker zu kaufen und es zu entwickeln? Nein, daran haben die Entwickler nicht gedacht. Frage Nummer 17. Wird es Virtual Reality Unterstützung geben? Ja, da halten die Entwickler sich kurz und knapp, möglicherweise. Frage Nummer 18. Wird die Spielwelt auf einem Server liegen? Wenn ja, wird es international sein oder wird es Unterteilungen geben? Es gibt auf jeden Fall zahlreiche Spieleserver, einen für jeden Raid oder Open World. Es wird keine nationale Filterung geben, nur die Ping lediglich, der Spieler wird eine Rolle spielen. Frage Nummer 19. Werden die Entwickler weiterhin mit Main Road Post Studio zusammenarbeiten? Einfache Antwort, ja. Frage Nummer 20. Wird es Spielern möglich sein, Mods hinzuzufügen wie Quests, Raids etc.? Zum größten Teil nein, da es sich um ein Online-Spiel handelt. Allerdings finden die Entwickler die Idee gut und wichtig und lassen Spieler ihre eigenen Elemente hinzufügen, solange sie vorher den Prüfungen standhalten und auch genehmigt werden. Ja, meine Freunde, das waren jetzt erstmal die Fragen 1 bis 20, damit ich natürlich auch den zeitlichen Rahmen nicht sprenge und euch am Ende nicht noch die Ohren bluten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Fragen und Antworten der Entwickler geholfen haben und dass ich das euch einmal auf Deutsch etwas näher gebracht habe. Ich denke, mit 20 Fragen liege ich ganz gut in der Zeit und so würde ich das auch gerne weiterführen, dass im Endeffekt die nächsten 20 Antworten auf die Fragen der Entwickler am besten in ein bis maximal zwei Tagen dann auch wieder für euch zur Verfügung stehen und immer so weiter, bis wir dann schlussendlich auch das Ende erreicht haben. Und ich glaube, das beläuft sich so bei 160 oder 180 Fragen. Wie viele ich im Endeffekt natürlich davon rausnehme, das stellt sich dann noch raus. Auf jeden Fall möchte ich euch natürlich keine Fragen doppelt bringen. Wie gesagt, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seid ein wenig schlauer draus geworden und konntet ein wenig besser in Escape from Tarkov einblicken und was euch da erwartet. Lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.